Sie haben jetzt gerade eh selber schon angesprochen, Sie kommen aus der Privatwirtschaft, sind aber jetzt doch halt eben unter den Spitzenkandidaten der längst dienende Parteichef mit Abstand mit 12 Jahren. Die Frage lautet, sehen Sie sich denn als Berufspolitiker? Das bin ich heute, denn ich habe ja Berufsverbot. Ja, ich bin ja Clubobmann im Parlament und da gibt es leider ein Berufsverbot. Das heißt, ich darf nur die Arbeit als Clubobmann auch verrichten, ja, und habe daneben keine Möglichkeit, in der Privatwirtschaft tätig zu sein, was schade ist. Ne? Denn es ist immer gut, wenn man sozusagen auch in der Privatwirtschaft sozusagen tätig sein kann, weil das sollte eigentlich ein Politiker, und darauf sind wir besonders stolz in der Freiheitlichen Partei, dass wir Abgeordnete haben, die auch immer im Berufsleben feststehen und eben nicht von der Politik abhängig sind. Und das ist leider ein Gesetz, dass das so verankert. Also dieses Berufsverbot sollte aufgehoben werden? Naja, es gibt für und wider. Ne? Es gibt für und wider. Als Clubobmann ist das schon vernünftig, denn ich sage, ich habe keine Zeit, neben dieser Tätigkeit auch noch sozusagen einem operativen Beruf nachzugehen. Aber die Abgeordneten, die hätten Zeit? Die Abgeordneten, ja, die müssen Zeit haben, selbstverständlich, denn sonst würden sie in die völlige Abhängigkeit der Politik geraten und das wäre nicht gut.